Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier zu mir auf meinem Kanal, zu einer weiteren Folge Blasphemes. Und wir haben beim letzten Mal, kann ich mal zeigen, hier dieses auf ewig in Sand konserviertes Relikt bekommen. Und das macht uns sozusagen Dinge sichtbar. So, ich wollte eigentlich ganz normal zurücklaufen. Da ist mir aufgefallen, dass, wenn ich laufe, mir das hier gleich sichtbar gemacht wird. Ich zeige euch das mal. Und zwar, warte, hier müssen wir durch einmal jumpen. Ah, da. Seht ihr das Rote da oben? Das war vorher noch nicht da und darauf kann ich jetzt wahrscheinlich springen. Was natürlich sehr cool ist, was vorher natürlich nicht da war und was natürlich sehr geil ist, dass wir dadurch an diese Kugel hier kommen. Bemalte Holzpelle. So, Kugel mit gelber Lackierung. Die abplatzende Farbe verrät ihr Material. Steineiche aus der Wald der Heiligen Linie. Kann bei Zerstörung von Objekten Gesundheit wiederherstellen. Sehr cool für uns. Nicht ausrüsten. Okay, wir können noch nicht so viel ausrüsten. Aber guck mal, was ist das hier? Winzige Perle. Schädel eines Vogels und einer Zwinge gebohrt. Seine Zerbrechlichkeit stärkt die Verteidigung des Büßers geringfügig. Pass auf, wir tauschen das mal aus gegen das. Finde das schon ziemlich cooler. Wenn ich wieder ein bisschen Gesundheit bekommen könnte. Sieht man, da oben ist mir schon Leben weggegangen. Ist ja aber nicht so schlimm. So, weiter geht's. So. Da ging es runter, da konnten wir aber nicht weiterkommen. Denn wir konnten ja nicht da hoch. Oh, warte mal, vielleicht können wir jetzt ja da irgendwo hochkommen. Vielleicht haben wir ja einen anderen Weg an. Ja, perfekt. Ich komme da nicht ganz hoch. Muss ich da noch irgendwas. Muss ich noch irgendwas dazulernen? Vielleicht, dass ich noch höher springen kann? Weil. Da komme ich jetzt ja nicht rauf, ne? Ah, höher kann ich auch nicht springen, leider. Ne, komme ich nicht rauf. Shit! Ne, schade. Da müssen wir doch wahrscheinlich irgendwas lernen, dass wir höher springen können, wenn wir da hochkommen. Aber das wäre natürlich cool gewesen. Aber naja, holen wir uns die Truhe später nochmal, müssen wir uns merken. Ich krieg noch zu packen. Na gut. Mist, echt. Ich dachte, dann könnte man mit. Ah, schafft man noch nicht. Gut. Erstmal weiter. Mal gucken, ob wir noch irgendwas entdecken, was cooler ist. Erstmal Bero. Hier können wir noch kurz speichern. Ja, eben. Und gucken jetzt nochmal. So aus, ob man da irgendwas machen kann hier mit diesem Brunnen, ne? Mittendrin so. So. Mache ich hier noch etwas, was wir nicht angeguckt haben? Nee, ne? Und theoretisch auch einfach nur weiter durchlaufen. Den Knopf da oben können wir immer noch nicht benutzen. Gut. Noch irgendein anderer Weg hier? Ach doch, warte, ich habe eine Idee. Ich würde ganz gerne mal versuchen, diesen Gegner da unten Platz zu machen, weil ich einmal wissen will, wie man den am besten tötet. Weil den werden wir ja noch ein paar Mal begegnen. Und das macht schon Sinn, glaube ich, dass man den irgendwie so ein bisschen hops nehmen kann. Das hier? Ich glaube nicht. Da kommen wir noch nicht durch. Aber, wenn wir schon mal hier sind, können wir, glaube ich, unser Dings ein bisschen verstärken. Wir haben ja ein paar Punkte, haben wir ja. Wir können ja mal gucken, was wir da machen können. Also. Heiliger Stuhl. Der Büßer nutzt einen Ausweich. Und was war das hier? Der Büßer führt eine vierte Combo. Machen wir mal.
Boom. Hat uns natürlich ein bisschen Kohle gekostet. Aber. Das war jetzt so Zufall, ich wollte eigentlich nicht da durchhauen. Bauernschaden, okay, warte mal. Fersenbein von Persian, den Banditen. Guck mal, was hat Persian gesagt? Fersenbein. Persian wurde von seinen Landsleuten gefürchtet. Er suchte arm und reich heim und beging seine Taten stets allein. Als er sich kurz vor seinem Tod nach Albero schleppte, hatte niemand Mitleid mit ihm. Selbst schuld, den Guten. Wieder unsere Verkäuferin, die wir treffen, oder? Nee. Etwas anderes zu sein. Ach, die kann ich jetzt hier. Ach, die habe ich hier reingelegt, die Sachen, die ich gefunden habe. Oder? Auch nicht machen. Okay. Vielleicht, wenn man alles gefüllt hat, bekommt man hier irgendwas. Das kann natürlich gut sein. Weiß ich natürlich nicht, aber letztes Mal so ist es. Okay. Da auch schon drin gewesen? Eine weite Zisterne. Oh. Wahrscheinlich berühren die Säure. Da gibt es so viele Geheimnisse auch, ne? Muss man echt aufpassen, dass man irgendwo überall sein Schwert mal gegen schlenkert. Ah, da kann ich nicht richtig drin laufen. Okay. Und da ist irgend so ein Zombie. Okay. Kommen wir nicht rein. Da ist ein Typ. Okay, dann können wir mal schon. Oh, das ist natürlich schlecht. Ah. Zum Fortfahren beliebige Taste drücken. Machen wir mal kurz. Natürlich im Arsch der Welt gespeichert, aber naja, gut. So weit war es mir auch nicht weg. Gut, dass man die Sachen behält. Finde ich gar nicht so schlecht. Gehen wir runter mal. Wir gehen mal hier durch. Ich will auch gucken, was es in der Zisterne da gibt. Finden wir ja noch was. Nein. Gleich reingelaufen, ne? Dumm. Wie dumm war das denn gerade? Gehen wir erstmal hier längs. Einmal in die andere Richtung gehen, ne? Berge der endlosen Dämmerung. Okay, kann ich durchfliegen, ich dachte ich. Oh. Nein. Denn? Okay. Ha, kann man also zurückschleudern in seinen Pfeil. Das ist natürlich ziemlich cool. Wir fahren runter. Geht's da irgendwas Besonderes an? Das ist die Frage, ne? Ich habe ein bisschen Angst, auf diesen platten Dingen rumzuhüpfen. Warte mal. So. Na, warte. Okay, da kann man sich fesseln. Gut. Müssen wir mal.
Oh, was ist er denn? Oh, was ist er denn? Eieiei, was ist er denn? Ah, komm schon. So. Den kriegen wir auch noch hin, oder? Oh, shit. Shit, aber wir haben den gekillt. Wir haben auch gar nicht kein Leben mehr, ne? Hier da unten geht der Boden natürlich sehr schnell weg, wie man sieht. Okay. Ups, das war jetzt gerade ein bisschen, da haben wir kein Leben mehr. Okay, wer ist sie denn? Eieiei. Oh nein! Okay. Ein bisschen, okay, kann man natürlich noch nicht wissen, dass da auf einmal so ein Gegner auf einen wartet. Dann gucken wir den hier unten. Komm schon. Oh. Okay, es reicht. Okay. Oh nein. Ein bisschen Leben geholt. Reicht ja aber nicht für dich. Aber guck, ich muss meinen Gegner mal kurz angucken, was man mit dem machen kann. Oder wie man gegen den kämpfen muss. Ihr habt keine verfügbaren Opfer. Was? Ich will auch kein, ich will das andere Ding haben. Scheiße, ich kann das nicht einsammeln. Er denkt, ich will am Baum was machen hier. Ach so, der ist jetzt gar nicht mehr da, der Gegner. Kann ich mich an der Tür festhalten da? Du hast ausprobiert, ob ich mich an der Tür festhalten kann? Ich will erstmal meinen Teil da wieder haben. Ich dachte, du müsstest es genau da hinstellen, wo. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja bescheuert gelöst, ne? Krieg ich jetzt nicht wieder. Ne, krieg ich nicht wieder. Okay, probieren wir mal hier runterzukommen. Und halten uns dann da an der Tür fest, vielleicht. Was es hier ist. Ah, okay. Was ist er denn?
Wir dir helfen. Ja, noch irgendwas da rumgeflattert ist. Okay. Das Ding da unten bewegt sich bestimmt durch irgendeinen Mechanismus. Lass mal hier runtergehen. Irgendwo gibt es da garantiert einen Weg rüber. Kondo. Okay, das Ding haut mich irgendwie. Hier komme ich nicht durch, weil so ein scheiß Balken im Weg ist. Okay, warte mal. Oh, ein fieses Viech. Oh nein, man kann es auch noch einmal machen, ne? Oh! So, jetzt haben wir auch gar kein Leben mehr. Bin da auch nicht links. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ja, sie locken Leute ran hinten, oder was ist sie? Und wenn sie nicht mehr Leute, dann machen die Dinger auch keine Bewegung mehr, okay. Jetzt bewegt sich die Scheiße. Oh. Hier irgendwas machen? Wir haben auch kaum noch Leben, ne, wie man sieht. Dann müssen wir wieder hoch, ne? Scheiße. Wir müssen einmal darüber, glaube ich. Ist ganz schön schnell, das Viech da. Oh! Damit habe ich nicht gerechnet, dass da noch so ein Sack sitzt. Shit. Komm, jetzt gehen wir auch den ganzen Weg nochmal zurück, leider. Oh, komm schon. Oh, es gibt's nicht. Okay, das ist ein bisschen dumm, wie ich das gemacht habe. Gebe ich zu. Irgendwie anders regeln, aber ich weiß noch nicht wie. Wir müssen schneller sein, um diese beiden unten Platz zu machen. Ja, du Spacko. So. Wenn Mechanismus noch in Gang ist, ist die zweite Frage, aber ich kann hier nichts machen. Denn ich kann dieses Ding immer noch nicht mitnehmen. Das ist so bescheuert gelöst. Wirklich. Könnte sich auch mal was Neues überlegen. Komm runter.
Weiß nicht, ob der noch in Gang gesetzt ist oder ob man noch mal ganz darüber muss und den. Ja, anscheinend muss man das. Nee, muss man nicht. Das ist ja gut. Okay. Aber jetzt müssen wir natürlich die Tante da, ist natürlich noch da, diese. Aber. Also diese Glöcknerin da unten. Oh! Von unten einer. Da muss man noch irgendwas machen können mit diesen Wurzeln da, ne? Die haben wir schon für irgendwas. Können wir schon noch irgendwas gegenschießen oder so. Irgendwas kommt da noch. So. Da ist die blöde Tante. Nein! So. Können wir da durchkommen? Konnten wir vorher nicht. Drüben ist ein Hill. Achso, warte mal, wie kommen wir dann hin? Ja gut, wir wollen erstmal so. Ja. Oh. Oh nein, oh scheiße. Das ärgert mich gerade ein bisschen, weil das war ein ganz schön langer Weg, den wir gerade hingelaufen sind. Oh, wie ätzend. Ärgerlich, ärgerlich. Komm schon. Oh, du blöder Affe. Geh nochmal das Ganze. Haben wir auch schön getroffen. Scheiße. Na gut. Oh, das nervt mich schon so ein bisschen. Aber naja. Das kann man nicht einsammeln. Das nervt mich noch am meisten irgendwie. Das ist wirklich blöd, wenn du genau an der Stelle gestorben bist. Wir müssen den Büßer irgendwie darüber bekommen. Wir müssen natürlich das Ganze hier nochmal schaffen. Oh! Ist er noch wach? Oh nein. Ach, schon wieder so viel Leben verloren. So, das nervt mich jetzt gerade so ein bisschen. Das hätte man auch alles vorsichtiger angehen können. Habe ich aber nicht gemacht. Mal kurz. Hä? Rechts mal, Alter. Mal da.
Okay, jetzt stehen wir nochmal, oder was? Ach, wir können auch hier. Ach, guck mal. Hätte ich es gerade eben mal gemacht, ne? Hab ich gerade eben gar nicht gesehen, ich Depp. Na gut. Ach, oh! Okay. Wollen wir nicht durch? Aber wo muss ich denn längs? Frage, ne? Auch nicht längs. Und da komme ich ja nicht rüber. Hä? Welchen Weg gibt es denn hier noch? Hier nicht rüberspringen. Na gut, müssen wir nochmal hier hoch. Warte mal. Mal gucken. Also, muss ja noch irgendwie einen anderen Weg geben. Wie komme ich denn da? Da komme ich ja gar nicht hoch. Hochspringen kann ich ja auch nicht, ne? Mal gucken. Ah, okay. Muss man erstmal drauf kommen. Natürlich clever gemacht, muss ich zugeben. Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, aber mich cool gemacht. Gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Das hätte man auch vermeiden. Aber hier ist der Schalter. Jetzt kommen wir auf jeden Fall auch darüber immer. Aber trotzdem noch weiter runter, ne? Ich glaube, es ist ein guter Grund, hier mal eine Pause zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss.